Und damit herzlich hallo zurück zum nächsten Teil der Aufnahme. Kleiner Profi-Tipp meinerseits, wenn ihr Let's Plays aufnehmt und nicht pausieren könnt, geht währenddessen nicht in eine Bar und unterhaltet euch 6 Stunden lang mit Leuten, während die Bar komplett krass die Musik aufgedreht hat. Selbst wenn niemand im Saal raucht, irgendwann verabschiedet sich die Stimme von einem. Deswegen bitte ich um Vergebung, wenn ich jetzt ein bisschen seltsam klinge. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie gerade mir eine Erkältung zugezogen habe. Ich bin einfach nur stimmlich im Eimer. Gesundermaßen sollte ich jetzt einfach abspeichern und morgen weitermachen, aber ja, das ist so eine Sache mit dem Abspeichern, ne? Kann ich gerade ja nicht. Square Enix. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie keinen Bock habe, das hier am Stück zu machen. Das hat einfach damit zu tun, dass ich vielleicht manchmal nicht 3 Stunden am Stück Zeit habe, um so ein Spiel zu spielen. Aber egal. Weiter mit dem nächsten Gegner. Wer auch immer das sein wird. Wen haben wir denn noch übrig? Machen wir nochmal andernseits. Also Yvonne, wir hatten Cyrus abgehakt, wir hatten Pharion abgehakt. Harnett hatten wir, glaube ich, auch. So, ich glaube, Tress und Olberic sind noch offen. Bei Tress gibt's ja... Hat Tress irgendjemanden umgebracht? Ich glaube nicht. Aber wer weiß. Erleuchte mich, dunkle Flamme. I am ready. If you are ready, then so am I. Ja, das könnte zu Olberic gehören. Könnte aber auch zu Harnett gehören. Wir haben Tress schon mit dem Drachen abgeledigt. Ich habe keine Ahnung. Thou darest everything. Ah, warum ist Honey zuerst dran? Hätte nicht einer meiner klugen Köpfe dran sein können? Ich meine, nichts gegen dich, Honey. Ich will jetzt nicht sagen, dass du dumm bist. Aber die Klugscheißer, die könnten immerhin sagen mir, was für Schwächen wir gleich brauchen. Jetzt habe ich mich auf den Kopfhörer raufgesetzt und der Ton hat sich kurzzeitig verabschiedet. Gut, Honey, wenn wir keine Ahnung haben, dann würde ich sagen, greif mit irgendwas an. Ich würde gerne eine Multiwaffenattacke haben. Ist wahrscheinlich zu viel verlangt. Ich habe gut geraten. Es hat mir leider nicht ganz was gebracht. Aber egal. So, Philly. Mama, Kleriker, heiliges Licht hier. Oh, sacred light. Jamma. Heilen können wir in der nächsten Runde. Merkst du, wenn ich so die hohen Stimmen komme, ist... Yay, Banana, kratz ich weg. Okay, Analyse. Giftzahntiger. Könnte wirklich was von Honey sein und der Drache war von Tress. Ich weiß es nicht mehr. Verklag mich doch, lieber nicht. Ignis Ade. Na, das gleiche wie eben. Das war, glaube ich, ganz in Ordnung. Ignis Ade. Wir sammeln gerade Punkte, damit du dann gleich wieder Krach um Peng machen kannst. Ah, super. Honey kann schon ihre Special-Attacke machen. Die würde ich nämlich gerne mal ausprobieren. Okay, Feuersturm. Ja, ja, das waren so um die 3000. So, meine Gute, bei dir jetzt hier. 6 Waffen entfesseln 6 Angriffe auf alle Gegner. Okay, das wäre so eine Multi-Attacke. Genau das, was ich wollte. Hier aber Albtraum-Chimäre, das ist das, was ich mal ausprobieren wollte. Greift mit einer Waffe von der Objektliste einen Gegner sehr schwer an. Waffe wird dann zerstört. Da ich ja Harnett jetzt dieses überpowerte Ding gegeben habe und das Viech dagegen Bögen und Speere relativ empfindlich ist, gucke ich doch mal, ob ich einen coolen Bogen oder Speer habe, den ich wegschmeißen wollen würde. Heiliger Langbogen, Runenbogen, Meisterlangbogen, vergiftet das Ziel gelegentlich. Und was ist mit den Speeren? Ich würde jetzt ungern eine Unique Weapon wegfeuern. Meisterspeer, Geißellanze, Victors Speer. Victors Speer haben wir 3-mal, der sieht wichtig aus, ist er wahrscheinlich aber gar nicht. Also Victors Speer, los auf Giftzahntiger. The Nightmare is gone. Alter, 14. My turn now.
1000 mit einem Speer. Das gefällt mir. Ich meine, Cyrus macht immer noch mehr mit seinen Multi-Angriffen, aber ist egal. So, Philly, mehr Heil! Bring about a miracle of healing. Gut. Cyrus hat sich schon wieder selbst geheilt. Siehst du, Cyrus, das hast du davon. Letting my arrow fly in true. Ja, aber sowas von. Pfeilhagel! A torrent of arrows. What? So wenig? Bin ich ein bisschen doof. Okay, Philly, du kriegst das hin, oder? Ich glaube an dich. Immer. Oh, sacred light! Out of my way. So, jetzt muss ich langsam anfangen, schlau zu werden. Dum, 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 dum. Ich werfe Feuersturm. Genau. Und Citrus Cyrus macht deinen elementaren Bruch. Elemental Brick. Hi. Jetzt ist Tarnet dran. What next? Und du machst einmal Bogen. Danke. My turn. Jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt geht meine Strategie natürlich nicht ganz auf, aber... Das ist nicht weiter schlimm. Das, da kann ich gleich nachlegen. Ich habe mich verzählt. Passiert. Okay, Philly, du bitte nochmal heilen. So, jetzt ist Cyrus auch einigermaßen drinnen. Und du machst bitte noch einen Elementarbruch. Elemental Brick. Sehr schön. And now. Out of my way. Let's do this. Elephant. Erleuchtung. Lend us your wisdom. What is the logical course of action? Ka. Me. Ha. True lesson. Me. Na komm, Lux Conjurer. Lux Conjurer! Siehste, zieht ein bisschen mehr ab als Honey, aber... Das ist auch deutlich mehr Arbeit, den so hinzubiegen, den Typen. Ding, 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 ding. Ein Doppelangriff. Danke, Süße. So, Philly, du bist übrigens gleich wieder frei. Wir sind schon im gelben Bereich, das kann also nicht mehr so lange dauern. Schnuppi! Er stehlt die Verteidigung und vergiftet zwei Mitstreiter. Ah, egal. Ignis Ardent! Ignis Ardent! Firestorm. Okay, Philly, kannst du Speer? Du kannst Speer, mein Glück. Mach Peaks! Tarnet, meine Gute. Du hast eine Sache musst du tun für mich. Und zwar fände ich es echt geil, wenn ein Pfeilhagel mindestens dreimal trifft. Bitte. Danke sehr. Elefants Segen wirkt immer noch, aber das Ding ist blöderweise weg. Ist uns das egal? Ich glaube ja. Weil so viel hat er eh nicht mehr. Ignis Ardent. Macht aber gleich 7000 weniger Schaden. Pro Angriff, also eher 21.000 Schaden. Was drei Runden Angriff normal wären. Aber egal. egal. Du sammel dich mal wieder ein bisschen und mach nebenbei einen Feuersturm. Tja, wenn er das überhaupt übersteht.
kommen, if thou darest. Weißt du, Honey, ich bin dafür... Coming. ...dass wir den Typen gar nicht mehr zum Angriff kommen lassen. Albtraum-Chimäre mit Victors Speer. The Nightmare is gone. What? Der lebt immer noch. Verdammt. Einzigartiges Gift. Klingt gefährlich, wenn ich ehrlich bin. Aber ist mir Wumpe. Denn ich hab Pumpe. Siehst du, so viel hat gar nicht mehr gefehlt. Don't start things you can't finish. Aye. La 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 la. I wanna be the very best. Alter, ich brauche bis morgen noch eine Pokémon-Folge. Wann soll ich denn die aufnehmen, wenn ich hier mache? Aus dem Tagebuch des Graham Crossford. Erster Teil, sehr schön, weil der erste Teil hat mir die ganze Zeit über gefehlt. Da schreibt aber auch keiner ran, dass man oben links anfängt. Ich meine, jetzt so im Nachhinein ergibt Sinn, aber du kommst halt rein und denkst dir, erste Reihe, zweite Reihe. Vordere, hintere. Und nicht, dass da irgendeine Reihenfolge ist, egal. Ist sowieso alles, kann genommen werden, wie es will, glaube ich. Als mich meine Reise durch Victor's Cool führte, okay, es war ein Olbrich. Oder? Ich glaube schon. Erhielt ich einen Brief. Offenbar hatte sich der Gesundheitszustand meiner Frau verschlechtert. Ich wusste, dass ich meine Reise rasch abschließen musste, um am Ende nicht zu spät zu kommen. Ja, zu spät. Egal. Ich beschloss, die Grüntiefe per Schiff zu überqueren. Für mein Elixier brauchte ich nur noch die Feder eines Ogeadlers. Oder vielleicht doch nicht. Diese furchtbaren Bestien waren angeblich im Rubenforst jenseits der Grüntiefe zu finden. Als ich den Hafen erreichte, lag dort nur ein Schiff vor Anker. Ein sehr großes Schiff, noch dazu. Der Captain war niemand anderes als Leon Bastral. Okay, dann war das hier gerade Tress, ihr Vieh, weil das jetzt um. Egal. Ich erkannte ihn natürlich sofort. Es gab niemanden, der durch dieses Land reiste und nicht mindestens ein paar Geschichten von diesem teuflischen Piratenkapitän gehört hatte. Und jede davon sorgte für Herzklopfen und schweißnasse Hände. Es stellte sich allerdings heraus, dass er nicht den Beschreibungen in den Legenden entsprach. Captain Leon Bastral kommandierte ein Handelsschiff, das sich bei meinem Eintreffen gerade bereit machte, die Segel zu setzen. Ich erzählte ihm, wie eilig ich es hatte, und bat ihn, mich an Bord zu lassen. »Ich fürchte, ich kann nicht einfach jeden an Bord lassen«, sagte er zu mir, und ich hatte den Eindruck, einer Prüfung unterzogen zu werden. Dieser Mann ließ nur jene an Bord, denen er vertraute. So erschien es mir zumindest. Ich wusste, dass meine Aussichten so gering waren wie der Inhalt meines Geldbeutels. Da ich sonst nichts zu bieten hatte, gab ich dem Mann mein Tagebuch, das Tress in die Welt weit hinausbrachte. Dies ist mein ganzer Besitz und das Wertvollste, was ich euch geben kann, erklärte ich. Es berichtet über jedes Land dieses riesigen Kontinents, über jede Stadt, die ich je besucht habe. Sowie über jeden Weg, den ich gegangen bin. Dieses Wissen sollte euch Entschädigung genug dafür sein, auf dieser Fahrt eine Person mehr an Bord zu haben. Welchen Zweck hatte das Tagebuch denn noch für mich? Meine Reise war fast zu Ende. Ich musste nur noch eine Zutat besorgen und meiner Liebsten zur Hilfe eilen. Captain Leon lachte laut auf und winkte mich grinsend an Bord. Ihr wollt mir also weismachen, dass eure Tagebuchblätter wertvoller seien als echte Blätter? Ah, dann müsst ihr tatsächlich eine außerordentliche Reise hinter euch haben. Ich würde gerne mehr davon hören. Ich würde gerne davon hören, so, egal. Während ihr mein Deck schrubbt. Na nett. Als das Schiff in sturmgepeitschter See hin und her geworfen wurde, eilten meine Gedanken dem Wind voraus zu meiner Frau. Ich hatte ihr Gesicht so deutlich vor Augen, als wären wir erst vor Minuten auseinandergegangen, nicht vor Wochen und Monaten. Ich betete darum, ihr sanftes Lächeln bald wiedersehen zu dürfen. Ich habe es fast geschafft, meine Liebste. Halte durch, nur noch ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, was aus meinem Tagebuch wurde, nachdem ich Captain Leon verließ, aber rückblickend bin ich ganz froh, es aus der Hand gegeben zu haben. Bestimmt ist besser, dass im letzten Eintrag die Hoffnung mitschwingt,
und es nicht mit dem bitteren Bruch meines Herzens endet, den ich zum Schluss meiner Reise erlitt. War schon doof, aber... Ich hab mir die Story nicht ausgedacht, also nicht meine Schuld. Was? Das ist herzlos, ich weiß. Mir doch egal. So krass, das hat noch nicht mal eine Viertelstunde gedauert, der Kampf.